Willkommen zurück zu Assembly Line Tutorial. Heute haben wir wieder drei Sachen dabei. Beim letzten Mal waren es vier, diesmal nur drei, und zwar aus Platzgründen. Das hier unten braucht echt richtig viel Platz. Und wir haben hier natürlich drei Sachen, wie schon gesagt. Wir haben einmal hier die Glühbirne, wir haben einmal die Uhr und wir haben einmal die Antenne. Ich gehe einfach der Reihenfolge nach, und das sind dann hier die nächsten drei, die drankommen werden. Und wir fangen einfach gleich mal an. Hier oben haben wir die beiden Maschinen für die Glühbirne. Und die Glühbirne, die braucht zweimal Eisen und zwei Kupferdrähte. Das bringt natürlich den Vorteil mit sich, wenn man es verbessert, dass man hier einfach einen Starter mit zwei Eisen haben kann und einen Starter mit zwei Kupfer, was dann eben aufgeteilt wird. Und das werden wir jetzt auch einfach bauen. Wir fangen einfach an mit den Startern. Wir brauchen insgesamt vier Starter, einmal zwei so, danach zwei Felder freilassen und nochmal zwei Starter so. Dann gehen wir zu den Rollern, oder? Ja, wir brauchen einen Roller, und zwar hier oben. Und dann brauchen wir zwei Wire Drawer, direkt neben die linken Starter, und in die Mitte einen Crafter. Beim Crafter natürlich die Glühbirne auswählen. Dazu müssen wir die natürlich erstmal finden. Und die ist recht weit unten tatsächlich. Ich hätte gedacht, die wäre weiter oben. Jetzt müssen wir die Sachen hier noch drehen. Natürlich in die richtige Richtung. Richtung Crafter. Und dann müssen wir hier zweimal einzeln Eisen reinmachen. Und zweimal einzeln Kupfer. Und dann lassen wir es laufen, und da spuckt es auch schon die ganzen Glühbirnen aus. Sieht super aus, und jetzt bauen wir noch das Verbesserte. Fürs Verbesserte brauchen wir nur noch zwei Starter, die jeweils zwei von den Materialien ausspucken. Dafür brauchen wir auch einen Splitter, und ansonsten ist es so ziemlich dasselbe. Also wieder einen Starter. Und wir lassen zwei Felder frei und gehen einen nach unten. Dann sieht das so aus. Einfach zwei Starter und einen Crafter. Der kommt unter links, neben dem rechten Starter. Dann den Splitter. Ich brauche hier einen Right Splitter. Und dann brauchen wir noch zwei Wire Drawer. Da diagonal. Wir drehen die. Einmal so, so und so. Und dann machen wir hier oben zweimal Kupfer rein. Der Splitter wird auf 1 zu 1 gestellt und das untere auf 2 Eisen. Hier wählen wir dann auch nochmal die Glühbirne aus. Und dann lassen wir es auch mal starten. Und da kommen auch wieder die Glühbirnen raus. Als nächstes haben wir die Uhren. Und ihr seht, da kommt eine ganze Menge an Verbesserungen rein. Für eine Uhr brauchen wir zwei Eisen, zwei Gold und ein Kupferzahnrad. Und wir haben hier links oben zweimal einzelne Eisenstarter und rechts zwei einzelne Goldstarter und oben ein Kupferstarter, der in einen Cutter reingeht. Das braucht natürlich eine ganze Menge Platz, und deshalb geht das auch hier mit einem einzelnen zweifachen Eisenstarter und einem zweifachen Goldstarter, was dann natürlich sehr viel weniger Platz braucht. Ja, für die normale Uhr brauchen wir fünf Starter, und zwar so angeordnet. Oben in die Mitte kommt ein Cutter, dann ein Roller und unten in die Mitte ein Crafter. Dann drehen wir die Sachen um. Und zwar alle Starter so, dass sie in die Mitte zeigen, und die Sachen in der Mitte lassen wir einfach so. Dann setzen wir das hier links auf Eisen und die beiden unten rechts auf Gold und der oben rechts auf Kupfer. Dann natürlich hier noch den Crafter, und dann müssen wir wieder die Uhr suchen. Die war etwas weiter oben. Da haben wir sie. Und dann lassen wir das Ganze mal laufen.
Und ihr seht, das hat auf jeden Fall funktioniert. Und jetzt kommen wir zum Verbesserten. Fürs Verbesserte brauchen wir nur noch 3 Starter. Und zwar genau so. Und dann brauchen wir wieder einen Cutter, der kommt dahin. Und einen Crafter unten in die Mitte. Wir drehen wieder die Starter in die Mitte und das, was in der Mitte ist, lassen wir so. Hier wählen wir wieder Eisen aus und diesmal 2. Unten rechts Gold und 2 und oben wieder ein Kupfer. Dann nochmal den Starter wieder auf die Uhr und dann lassen wir es laufen. Und da kommen auch schon die Uhren raus und wir können weiter Geld verdienen. Kommen wir zu guter Letzt zur Antenne. Und die hat im Vergleich zu den oberen beiden tatsächlich eine Funktion, und zwar als Radio. Ich weiß nicht unbedingt, warum man das herstellen möchte, aber die Funktion gibt es auf jeden Fall und deshalb könnte das vielleicht, eher unwahrscheinlich, aber vielleicht mal nützlich werden. Und in beiden Situationen haben wir eine gigantische Fabrik, also das ist wirklich massiv, um eine einzige Antenne herzustellen. Für eine Antenne brauchen wir 4 Diamantkabel und ein Eisen. Das eine Eisen kommt von hier oben. Das ist einfach ein gewöhnlicher Eisenstarter. Und links und rechts haben wir dann jeweils einzelne Diamantstarter, die in einen Wire-Drawer reinlaufen. Unten, das ist dann braucht ein bisschen mehr Platz, aber dafür 2 von den Startern weniger. Dafür Splitter. Und hier 2-fache Diamantstarter. Zum Bauen brauchen wir hier 5 Starter. Und die müssen wir so anordnen. Und dann so und so. In der Mitte bleiben 3 frei. Und dann oben 1 drauf. Dann brauchen wir Wire Draw 4 Stück. Und zwar so in die Lücken rein. Und in die Mitte kommt dann ein Roller. Und ein Crafter. Dann drehen wir die Sachen wieder um. So. Und genau. Komm schon. So und so. Ich drehe es natürlich zu weit. Super. Genau so, dass es eben in die Mitte zeigt. Die linken Starter, da kommen Diamanten rein. Und in die rechten natürlich auch. Und in den oben in der Mitte kommt ein Eisen rein. Und dann müssen wir es nur noch suchen. Und oben ist es auf jeden Fall nicht. Also gehen wir mal weiter nach unten. Da haben wir die Antenne. Und direkt darunter haben wir auch das Radio. Die einzige Funktion für eine Antenne. Und dann lassen wir es mal laufen. Und da haben wir auch schon ganz viele Antennen, die jetzt verkauft werden. Fürs Verbesserte brauchen wir natürlich 2 Starter weniger, dafür 2 Splitter und 2 Roller mehr. Also schnappen wir uns die Starter, machen die mal so, ein Abstand ist dazwischen, 3 Stück insgesamt. Wir brauchen 3 Roller, so, so und so. Und dann brauchen wir Cutter, nicht Cutter, sondern Wire Drawer, die kommen hier hin. Einen Crafter. Und dann brauchen wir 2 verschiedene Splitter. Und zwar einmal den Right Splitter auf der rechten Seite und den Left Splitter auf der linken Seite. Dann drehen wir die Roller und die Wire Drawer in die Mitte. Bei den Startern links und rechts jeweils Diamanten, 2 Stück. Bei den Splittern 1 und 1. Bei dem Starter in der Mitte ein Eisen. Und bei dem Crafter wieder die Antenne. Dann starten wir das mal. Und da kommen auch wieder die Antennen schön raus. Und damit haben wir es geschafft. Das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in dem nächsten Video wieder. Tschüss.